Ein blutüberströmter Teppichboden. Ein Leichnam mit Bisswunden. Der Speisesaal dieses Anwesens ist alles andere als einladend, meine liebsten Leute. Drum versuche ich mit dieser Einleitung, diesen anfänglichen Worten, euch einzuladen, zumindest in gewisser Form hier reinzulocken, in die nächste Folge, Folge 4 von Ononi Morio no Tsumuye. Der Axtdämon lauert hier irgendwo in diesem Anwesen und strebt nach unserem Ableben, liebe Leute. Aber wir versuchen nach wie vor und stets wirklich bedacht in der Rolle von Yui uns vor diesem grausamen Schicksal, ja, irgendwie davor zu flüchten und diesem Schicksal nicht zum Opfer zu fallen. Das wollen wir nicht. Deshalb geht's weiter. Und zwar so richtig, wir haben ja in der letzten Folge den Bienenschlüssel gefunden und konnten damit einige Türen öffnen und haben ein weiteres Rätsel entdeckt, wo wir irgendwas mit einer Uhr machen müssen, um einen Edelstein zu finden, den wir wahrscheinlich dann auch als Schlüsselgegenstand benutzen müssen. So, weiter geht es hier an dieser Stelle und zwar mit dieser Tür, denn dort ist auch das Emblem der Biene graviert. Das heißt, wir ändern uns den Bienenschlüssel und kommen da jetzt rein. Und hier sind wir nun in der Bücherei. Und verdammt, da ist ein weiterer Menschenfresser, ein Kannibale, der munter vor sich hin mampft. Dürfen wir auf keinen Fall zu nahe kommen. Ich geh erstmal hier hoch. Oh, verdammt, verdammt, da ist noch einer. Und hier ist ein Buch. Der Virus und seine Entwicklung steht dort. Ich lese einfach mal und gucke, was dort steht. Und zwar, was den Virus anbelangt, so ist es ein unvollständiger Organismus, ein unvollständiges Lebewesen, was sich nicht einfach selbst so weiterentwickeln kann, was nicht selbst weiter kultiviert wird. Das funktioniert nicht. Allerdings, ja, besitzt es eine besondere Fertigkeit, eine charakteristische, eigentümliche Spezialfertigkeit, die normale Organismen nicht besitzen. Und das ist die Fertigkeit, die wie folgt lautet, sie kann, okay, sie besitzt die Kraft, die DNA seines Wirtes umzuschreiben, zu verändern und hat somit eine unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit, die wirklich erschreckend ist, wie dieser Virus sich weiter fortentwickelt. Und es ist so, dass die Zellen, die von diesem Virus befallen werden, von dem Virus als feindlich angesehen werden und sofort ausgemerzt werden. Also der Virus zerstört die Zellen des Körpers, mit der von diesem Virus befallen wurde oder infiziert wurde. Aber wenn diese Zellen und der Virus doch nur gemeinsam existieren könnten, was wäre dann? Ja, dann wäre doch die Möglichkeit gegeben, dass sich dieser Virus zu einer perfekten Existenz entwickeln könnte. Ein perfekter Organismus würde entstehen. Und diese Möglichkeit schlummert dort irgendwo, womöglich. Das heißt, der Autor ist sich bewusst, dass man ein Virus weiterentwickeln kann in gewisser Form und womöglich ist das der Grund für die Experimente, die hier irgendwo im Anwesen getrieben wurden. Dies ist eine Art Schalttafel und da lugen zwei verschiedenfarbige Drähte raus. Ich sehe da aber mehrere Drähte mit zwei verschiedenen Farbtönen. Da kam gerade einer verdächtig nah. Die hört das Manschen und Schmampfen und da wird richtig, da wird... Das war jemand. Hier ist ein irgendetwas in Buchform. Ich nehme das mal. Ein Buch Deko-Gegenstand. Das nehme ich einfach mal mit. Hier kommen wir nicht weiter. Und auch hier nicht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier rausschlawenzeln, ohne entdeckt zu werden. Das ist eine relativ große Herausforderung, denn der läuft ja richtig Patrouille. Speichern. Ich glaube, ich weiß schon genau, wo es uns nun hinverschlägt, ihr lieben Leute. So. Denn hier war ja ein Bücherregal. Wir gucken nochmal. Da reihen sich ganz viele Bücher über das Ausstopfen von Tieren aneinander, aber hier fehlt irgendwo was. Das ist also eine Lücke. Also versuchen wir mal hier dieses Buch in die Fassung zu stellen. Und so haben wir das Buch platziert und es passiert was. Ein Mechanismus macht sich breit.
Und hier finden wir was? Was ist das denn? Was ist das denn? Wollen wir es nehmen oder nicht? Wir nehmen's. Ein Schalter! Moment mal. Was ist das denn? Warum liegt hier denn ein Schalter hinter einem Bücherregal im Ausstopfsaal des Anwesens? Ein Schalter? Was ist das denn für ein Mechanismus? Wer hat denn das hier gebaut? Und lasst mich mal raten, den brauchen wir jetzt wahrscheinlich, weil auch an diesem Schalter, wir gucken uns den mal an. Halt, Moment, das ist der Schalter. Das scheint irgendwie ein Schalter für irgendeinen Mechanismus zu sein. Und dort sehen wir rote und blaue Drähte. Also einen roten und blauen Draht kommen da raus. Wahrscheinlich für die Schalttafel. Aber wie doof ist das denn? Wir mussten jetzt in den Saal, in den Büchersaal, in die Bibliothek, ein Buchdeko-Gegenstand nehmen, um hier das Regal zu verschieben und dahinter den Schalter zu finden, den wir jetzt für die Schalttafel brauchen im... Also da ist jemand vollkommen verrückt gewesen beim Bau dieses Hauses und den ganzen Mechanismen. Also da muss was verborgen sein. Aber wie gesagt, ich komme da nie dahinter, wie man solche verzwickten Rätsel hier überhaupt integrieren kann. Das war aber schon bei den Resident Evil Teilen und diversen anderen Horrorspielen auch schon so gewesen. Jedenfalls haben wir jetzt hier noch mehr von denen. Von hinten kam der Schinken und hat sich mir langsam angenähert mit seinem groß gewuchteten Mordsmesser. Warte mal, hat man ihn gespeichert gehabt? Den Schalter haben wir. Was war denn mit mir los? Warum bin ich denn gerade? Ich bin gerade gescheitert hier irgendwie. An diesem Menschenfresser. Das ist aber eine gruselige. Ein gruseliges. Ah! Ah! Wie komme ich da vorbei? Muss ich die irgendwie weglocken? Noch irgendwas, um dich zu locken? Ich kann den Wein, die halb kaputte Weinflasche kann ich da vielleicht rumwerfen. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht dem leckeren Menschenfleisch noch einen Tropfen trockenen Chardonnay haben wollen? Womöglich. Ich muss einfach nur geduldiger sein bei seinem Gemo. zu viel des Guten für mich. So, ganz schnell Schalter einsetzen. So, wollen wir den Hebel umlegen? Ja. So. Ah, guck mal, eine weitere Notiz. Ist da unten klopft jemand gegen. Das ist kein gutes Zeichen. So, wir speichern mal. Was? Hier. Dieses Bild. Warum ist das hier an diesem Ort so streng bewacht? Hat das irgendwas zu bedeuten? Hä? Wie? Moment mal. Am Rahmen ist ein Schalter zu sehen. Wollen wir den Schalter mal betätigen? Ja, wir drücken mal. Ach, guck mal! Eine weitere Steintafel, beziehungsweise ein Fragment von der Steinplatte. Die können wir doch sicher, wenn wir die auf dem Podest platzieren, dann haben wir sie erstmal eingesammelt. Und ach, guck mal. Wir müssen jetzt hier weg, ne? Ah, das ist doch ätzend. Nee. Komm doch hier nie was durch, oder? Komm jetzt. Renn! Jui, renn! Jui, was? Jui, du hast ein großes Problem. Du hast ein wahnsinnig großes Problem. Nein. Ah! Oh nein. Nein! Was passiert nun mit mir? Was will das Spiel von mir? Hier sind zu viele von denen! Ist einer weggegangen? Alter. Ich hänge hier fest! Was? Okay, nimm's. Entriegelt. Es sollte alles in Ordnung sein. Ich hoffe doch. Nein. Können wir uns verstecken? Irgendwie verstecken, oder? Warte, erstmal speichern. In der Gefahrensituation immer speichern. Und nicht wundern, dass hier jetzt Spielstand Nummer 13 ist mit einem Fortschritt von 1 Minute 46. Das war ein Testspeichervorgang, nachdem ich versucht habe, irgendwie die Speicherstände, die ja gelöscht waren, zu reanimieren. Das hat nicht geklappt. Das war aber trotzdem auf File 13. Auf der magischen 13. Die Tür ist offen. Achso, wir können hier wieder zurückgehen. Ist hier noch irgendwas? Auf jeden Fall hat er hier gewütet, alles ramponiert und
Möglicherweise sind auch die Kannibalen dem Ganzen zum Opfer gefallen. Diesem Akt der Rage, diesem blutrünstigen Mordrausch, den der Dämonien fesselte. So, wir wollen die Tafel mal hier platzieren. Komm mal her. Komm mal her, mein kleines Täfelchen. Hi, hi. So, in die Ritze reingedongelt. Und was passiert jetzt? Ach, guck mal. Sieh mal einer an. Eine weitere Tür hat sich geöffnet. Die Statue hat sich verschoben. Dann kommen wir nicht weiter. Moment. Aber wenn wir der Blutspur folgen, dann führt die doch genau dahinter. Jenseits dessen scheint wahrscheinlich noch irgendein Geheimgang zu sein, den wir jetzt noch freilegen müssen. So, ich speichere nochmal. So, den unglücksverheißenden 13. Spielstand habe ich jetzt erstmal eliminiert, beziehungsweise umgeschrieben. So, was haben wir denn hier? Ein Brief, und zwar ein weiterer Brief von einem Forschungsangestellten, der wie folgt schreibt, am 28. Februar 2003. Also, als das Mädchen, in dem sich bereits die Symptome gezeigt haben, nachdem sich dieses Mädchen halt hierher gebracht wurde, haben wir uns gedacht, was passiert nur? Kann es sein, dass die Experimente des Doktors, Früchte des Erfolgs tragen? Kann das sein? Das wäre doch super, wenn wir das Mädchen und den Virus benutzen könnten. Dann könnten wir einen riesengroßen Reichtum anhäufen. Wenn es alles klappt, ja, dann könnten wir diese Kraft wirklich kontrollieren. Wir könnten eine Biowaffe schaffen und das dann an die Armee verkaufen. Das wäre doch alles möglich. Ist das nicht wahnsinnig toll? Überlegt euch das mal. Hier ist noch ein kleines PS, ne? So eine Zuschrift wurde dann noch hinten angefügt. Wenn wir das Mädchen benutzen würden, dann habe ich gedacht, können wir die Forschung vielleicht vorantreiben, weiterforschen. Aber dagegen war Dr. Ishii. Und zwar, er wollte damit nichts zu tun haben. Verdammter Mist! Ja? Was denkt er? Will er die Forschungslorbeeren für sich beanspruchen? Das kann er nicht machen. Und das Geld alles? Will er den Reichtum erben? Und was ist mit uns? Oh, da fühlt sich jemand benachteiligt. Das kann man doch rauslesen, ne? Das kann man doch ganz gut rauslesen. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist ein weiteres Schriftstück. Und zwar von einem weiteren Forschungsangestellten, der Reue ausspricht. Das ist also wirklich der fleht nach den verzeihenden Worten wahrscheinlich von irgendjemand, der bereut, was er hier getan hat, und schreibt wie folgt. Ja, ich bin hierher gekommen, um das Wissen, was ich in der Universität gelernt habe, um das anzuwenden, praktisch zu nutzen. Doch, diese Einrichtung, hier sind alle verrückt, alle sind vollkommen wahnsinnig. Und ja auch, die Haltung, ja, gegenüber den Forschungen von Herrn Dr. Ishii, ja, das ist so komisch. Da gäbe es so viele Vorurteile, die dort herrschen. Und ganz klar, also wirklich, dass hier warum in aller Welt hier Menschenexperimente sogar gemacht werden? Furchteinflößende Menschenexperimente, die grausam sind, dass sowas hier stattfinden würde. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss aufhören. Ich kann hier nicht weitermachen. Das ist verwerflich. Da kann ich mich nicht einlassen. Aber ich habe immer wieder an die Gesichter meiner geliebten Familie gedacht. Und dann war ich so verzweifelt. Mein Kopf wollte nicht mehr so, wie ich wollte, und ich konnte einfach nicht aufhören. Ich war verwirrt, es war ein komplettes Chaos. Und doch, fortan werde ich wohl nicht aufhören können. Bitte verzeiht mir für das, was ich getan habe. Und hier seht ihr zwei ganz verschiedene Positionen. Einer, der das eigentlich ganz geil fand, was hier entwickelt wurde. Forschungsfortschritt heißt auch natürlich wiederum Geld. Und hier ist natürlich die andere Seite der Medaille. Reue über die Tatsache, dass hier Menschenexperimente gemacht wurden. Ganz üble. Was ist das denn? Ist das ein Zeiger? Eine Nadel? Ach ja, guck mal, ein langer Zeiger für eine Uhr. Und da wissen wir doch genau, wo wir die nutzen können. Was haben wir denn hier noch? Über die Lagerung des Zeigers. Wir gucken mal rauf, und da steht wie folgt. Damit Aiko die Uhr nicht berühren kann, haben wir den Zeiger der Uhr hier gelagert. Und das Mitnehmen ist absolut strengstens verboten. Okay, steht hier noch irgendwas? Nee, jetzt haben wir den Zeiger einfach mit. Haben wir das Verbot haben wir einfach mal gebrochen. Ach, guck mal hier, können wir aufschließen. Jetzt sind wir hier bei dem. Ah, okay, ach, das Kind ist mir. Hier kann man ja gar nicht weiter so. Ja, ja. Das Tagebuch eines Mädchens.
Womöglich von Eiko? Wir vermuten mal. Wir sehen auf jeden Fall, es ist von einem Kind geschrieben. Das sehen wir jetzt daran, dass das komplett in Kana-Schrift verfasst wurde. Das heißt, keine komplexen Kanji, die man erst im Laufe der Schullaufbahn in Japan lernt. Und dieses Mädchen hat dieses Wissen anscheinend noch nicht akkumuliert oder sich angeeignet. Aber hier steht trotzdem, wie geschrieben, 28.05.2002. Ich hatte versucht, die Uhr im Speisesaal anzufassen und wurde deshalb von Vater gescholten. Er hat mich geschimpft. Aber ich weiß auch nicht, ne? Ich konnte das nicht verstehen. Das war doch total... Ich meinte, die wäre so fein und so grativ, wenn ich die anfasse, ja? Wenn ich die anfassen würde, könnte die kaputt gehen. Solche Worte hat er gesagt, ja? Wahrscheinlich die Mechanik da drin ist so grativ, wenn man anfasst, geht alles kaputt. Brüche. War natürlich nur ein Vorwand, damit sie nicht den Edelstein anfasst, wahrscheinlich, ne? Aber ich wollte doch lediglich diesen wunderschönen Stein dort anfassen. Ich wollte ihn doch nur mal anfassen, berühren. 4. Juli, Juni 2002 steht wie folgt geschrieben. Heute habe ich mit Papa im Garten gespielt. Da Papa es liebt, Bilder zu malen, hat er mich gezeichnet und mich gemalt. Es war so lustig, aber plötzlich kam eine Mücke an, eine ganz große Mücke, und die hat mich in den Arm gestochen. Ich freue mich schon drauf, wenn die Jahreszeit kommt, wo es nicht so viele Insekten gibt. Sie wurde also von einer Mücke gestochen. Am 9. Juni 2002 schreibt sie wie folgt. Oh, der Mückenstich. Er ist noch nicht verheilt. Der Stich von diesem Insekt. Und von Tag zu Tag habe ich das Gefühl, er wird immer dicker. Und es juckt so unglaublich. Es juckt so, egal wie ich kratze, es juckt unglaublich. Am 14. Juni 2002 schrieb sie wie folgt. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war nicht nur mein Arm, auch mein Bein, es war total geschwollen. Und es juckt so sehr. Ich werde Papa nochmal nachgucken lassen. 15. Juni 2002. Ich habe Papa meinen Arm und mein Bein gezeigt. Und er hat auf einmal seine Stimme ganz komisch verzogen. Und gesagt, ich müsse direkt runter in den Keller, in sein Forschungszimmer. Und da hat er mich hingebracht. Er hat mir dann eine Spritze gegeben, aber... Das Jucken hat nicht aufgehört. 16. Juni 2002. Ich kann nachts nicht schlafen. Mir ist heiß. Es juckt. Mein Gesicht schwillt an. Es tut so weh. Ich kann nicht mehr atmen. 2. Leidvoll. Jucken. Es juckt. Hilfe. Hilf mir. Ist das also das Schicksal von Eiko gewesen? Ein Insekt hat sie gestochen. Dann brach das Fieber aus. Der Vater hat versucht, alles daran zu setzen, sie zu retten. Ist aber höchstwahrscheinlich gescheitert. Ich geh mal ganz kurz nochmal speichern. Ich speichere euch nochmal einen rauf hier. Mach mal oben drauf gespeichert, ihr lieben Leute. Nochmal richtig saftig einen verpult. So, jetzt sind wir hier. Bei der Uhr, und da kann ich mal einfach glauben, wir können die Uhr wahrscheinlich... Warte mal, es war doch hier mit dem Zeiger. Warte, müssen wir mal gucken. Es waren Notizen, richtige Uhrzeit. Das war so ein Notiz, die ist bei den Probanden, das ist durchgesickert. Die Zeit, wo sich langer und kurzer Zeiger übereinander lagern. Das haben wir immer 6.30 Uhr und 3.15 Uhr. Müsste eigentlich sein, ne? Warte mal. Können wir den Zeiger jetzt hier mal bemutschen? So, rein das Ding hier. Komm da. Zack, Zeiger aufgebaut und anplatziert. Und jetzt werden wir mal gucken. Zeiger sitzt drin. Und jetzt können wir das machen damit? Können wir damit arbeiten? Den Zeiger bewegen. Dann lass ich mal gucken, ob ich die Zeit hier machen kann. Und jetzt können wir hier 4 Ziffern eingeben. Und zwar, wenn wir 7.10 Uhr angeben wollen, müssen wir 0710. Sprich, wenn wir 6.30 Uhr machen wollen, müssen wir... Das, ne? 0630. Nein, es passiert nichts. 3.15 Uhr? 0315, ne? Ha? Nix was. Hä? Warte mal, wo sich Zeiger. 9.45 Uhr vielleicht? Da sind die auch übereinander, oder nicht? 12 Uhr? Ah, guck mal, 12 Uhr. Ja, guck mal, da macht's Dingeldongel und wir kriegen den roten Edelstein. Was ist passiert? Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Fuck.
Die lungern hier rum und fressen einfach an den Toten. Laben sich daran, an den Leichnam, die sich hier befinden. Den Edelstein werde ich hier oben in den ausgestopften Hirschkopf reinsetzen können. Und dann hören wir das Geräusch eines öffnenden Schlosses. Das ist ein Schreibtisch. Ich speichere hier wahrscheinlich. Speichern wir nochmal. Was haben wir denn hier? Ist das ein Tresor? Okay. Keine Ahnung. Das scheint falsch zu sein. Haben wir irgendwo einen Hinweis? Ein Notiz über den Tresor. Wir gucken drauf. So, also. Wir haben uns dazu entschieden, oder ich habe mich dazu entschieden, einen besonderen Tresor anzuschaffen, damit die wertvollen Steinplatten weder von den Versuchspersonen noch von Aiko berührt oder in ihre Hände geraten können. Und ich mache nicht diesen groben Schnitzer, dass ich das Passwort irgendwo notiere. Also, was haben wir gemacht? Ne? Wir haben uns überlegt, dass wir stattdessen das Passwort direkt irgendwie auf dem Tresor mit einbelassen, dass man da sieht, wie man den öffnet. Doch eine Sache gibt es dort, die zu bereuen ist, denn der Tresor ist leider von dem gleichen Hersteller wie die große Standuhr, vom gleichen Ursprungsort. Und ja, die haben also für das Passwort, für diese Geheimschrift, einfach die gleiche Methode genommen wie für das Ziffernblatt der Uhr. Ach, okay. Das würde bedeuten, wir haben diese Symbole und die sind auch auf der Uhr, ne? Uff, dann muss ich mir das also jetzt merken und dann zur Uhr gehen und gucken, welche Ziffern das sind auf dem Ziffernblatt der Uhr, ne? Also, ich versuche mal mein fotografisches Gedächtnis einzuschalten. Ich sehe hier links einen kleinen und einen großen Knubbel. Dann haben wir zwei Striche. Dann ein großes Rechteck. Und zwei Striche leicht horizontal versetzt. Kürzer. Kann ich mir merken, oder? Komm, das kriegen wir hin. Was? Ich kann 0815. 0815? Nee. Standard Passwort geht leider nicht. So. So, wo haben wir denn hier die Knubbeldinger? Guck mal hin. Also, was war das nochmal? Oh, Mist. Wir haben hier das Ziffernblatt. Das ist sonderbar, aber das. Lass mal mit drauf. Das könnte das sein, ne? Also, wir hatten erst das oben klein und dann unten lang. Ist die 9, oder? Ist das die 9 gewesen? Ich glaube die 9. Dann hatten wir die zwei Striche. 2, 9, 2. Den großen Block. 9, 2, 7. Und dann versetzt, horizontal leicht versetzt. Das wären dann 9. Ne, Quatsch, das ist 1, ne? 9, 1, 7. 9, 1, 7, 5. Wäre unten neben der 6, ne? 9, 1, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. Gut, dann nicht vergessen. 9, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. 9, 1, 7, 5. 7, 5. So, der Geburtstag von J-Lo, weiß doch jeder. Oh, funktioniert nicht. Nee, was ist das denn? Warum geht das nicht? Das war ganz klar 9175, warte mal. 9175 ist falsch. Ach, Moment mal. Ich habe mich geirrt. Es ist nicht 9175, 4175, ne? Denn die 4, wenn ihr jetzt guckt, ist auch so ein Ding, ne? 4175. Jetzt aber. Zweiter Versuch. Kurando, knack den Code. 4175. Jawoll! Hat funktioniert. Eine weitere Steinplatte. So, gucken wir uns nochmal an das Ding. Formschön, Steinplatten geformt. Geil! Geile Platte. Geile Platte. Speichern wir drauf. Muss mir einen richtig drauf speichern, auf diese Steinplatte. So. Wie können wir... Warte mal, wir müssen jetzt irgendwie... Warte mal. Ach. Kam hier nicht weiter, ne? Kann man nicht irgendwas anderes als Türklinkenersatz benutzen? Wie wär's denn mit, was weiß ich was? Fackel oder Messer? Messer einfach reinstecken? Nee, nicht. Kann ich nicht benutzen. Scheiße. Also müssen wir den großen Umweg
gehen. Ich speichere trotzdem. Bin mir alles immer unsicher. Ah! Nee! Nicht schon wieder! Mann! Nein! 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 Wo soll ich denn lang gehen? Wo in aller Welt soll ich denn hier bitte lang gehen? You are dead. You are dead? Ich bin Vater, was? Nein, ich bin tot. Nein. Ah, Scheibenkleister. Dass das hier auch, dass es auch wieder so ausatmen muss. Ich weiß jetzt zumindest in welche Richtung ich muss, aber. Ja. Dieser Saal ist hier, der ist aber auch wirklich. Der ist diabolisch. Der ist ja. Was soll ich denn machen? Ich bin überfordert. Nein! Egal wo ich hin fliehe, es hat kein Ende. Nein, ich muss im letzten Moment. Komm jetzt, Yui, renn! Yui, komm! Ich hatte jeglichen Weg verloren. Ich wusste nicht wohin. Und ich bin einfach wie in Trance die Treppe runtergerannt, die vor mir lag. Und dieser Ort, er ist verbunden mit dem Ort, an dem meine große Schwester ist. Und ich habe auf meine Hoffnung vertraut. Und die ganzen Rätsel, die in der Luft hier lagen. Was ist das zum Beispiel für ein Anwesen? Warum sind hier diese Monster überall? Und warum wurde meine große Schwester entführt? All die Antworten liegen vor mir. Das habe ich geglaubt und bin gerannt. Oha. Oha. Dürfen wir immer noch weiter rennen? Oh ja, wir müssen sogar noch rennen. Und hier sind wir scheinbar im Forschungslabor. Dies ist also das unterirdische Forschungslabor. Und auch hier. Blut. So viel Blut, so viele Gedärme. Ausgerissen, entbehrt. Hier, guckt euch das mal, das ist ja ein Horror, das ist ein Horror. Speichere ich doppelt drauf. Liebe Leute, nachdem ich jetzt zweimal gespeichert habe, muss ich sagen, das ist natürlich ein spannendes Spiel. Wir sind jetzt im Forschungstrakt. Einen Schritt weiter, einen Schritt in Richtung Lösung all der Rätsel, die sich hier noch vor uns bereit machen. Und wir werden hoffentlich demnächst rausfinden, was hinter all diesen mysteriösen Vorfällen liegt und was passiert ist. Ich habe eine ganz finstere Vermutung, was meine Schwester anbelangt, denn die war ja auf dem Bild zu sehen, also, ne? Die war scheinbar schon mal hier und an ihr wurde experimentiert und das Experiment war scheinbar bei ihr erfolgreich. Ne? Seiko stand da, also Erfolg. Ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen, unheimlich. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Das war's aber erstmal mit Folge 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Und was mir jetzt bleibt, ist euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit jenseits dieser Folge zu wünschen. Passt auf euch auf. Macht all das, was ihr mögt, was euch Glück und Freude bereitet. Und ich freue mich besonders, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wir zusammen weiterspielen können. Bis dann, bleibt bitte gesund und munter. Gabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.